Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Zoom-Konferenz. Ich habe mir heute das Thema vorgenommen, Psyche und Musik. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen, nämlich Manuel Pass. Du darfst dich gleich selber vorstellen. Ja, hi, freut mich sehr. Danke für die Einladung auf jeden Fall nochmal. Und genau, dass wir uns darüber unterhalten können. Und genau, ich bin Manuel. Ich mache Musik schon seit 10 Jahren, Rap. Also Künstlername ist Fate. Und ich habe genau gerade ein Album rausgebracht, Milch für die Fliegen. Und ich glaube, du meintest, dass du da genau daran interessiert wärst, wie man das auf Psyche beziehen kann. Genau, also das ist das Album, ich darf es gleich mal zeigen. Milch für die Fliegen, wirklich ein Titel, den man sich gut merken kann. Und auch ein sehr schönes Cover, es spiegelt jetzt ein bisschen. Und ich sehe da, da gibt es so, man sagt ja Songs, ne? Ganz normal beim Rap, oder? Genau. Milch für die Fliegen, bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwas Unsinniges sage, weil ich bin da echt nicht vom Fach, aber ich interessiere mich natürlich wie fast jeder Mensch für Musik, ganz klar. Und was Musik mit unserer Stimmung macht. Das ist ja so der unmittelbare Zugang. Ne? Über Musik kann man ja tatsächlich die Stimmung, das hätte ich beinahe gesagt, verfärben, also sehr schnell verändern. Also Milch für die Fliegen, dann graue Zellen, Endlosschleifen, Goldmund und Narzisst, Feet Strange, Genau. Rolle deines Lebens, Traumfänger mit Frisco Ime. Du hattest ja schon einige Präsentationen von dem Album, also es ist ja beileibe nicht die erste. Wo wurde das denn schon präsentiert? Wie lange gibt es das schon? Ja, also es ist jetzt seit Ende Jänner draußen und ich glaube, das letzte war jetzt im Radiokulturhaus in Wien, durften wir so ein Live-Konzert spielen, quasi ohne Publikum, aber mit Livestream auf FM4. Da habe ich so ein bisschen was draus präsentiert und sonst genau, gibt es auch so ein paar Interviews gibt es online auf jeden Fall, wo man auch nochmal nachlesen kann. Ja, da kannst du mir dann, wenn du so lieb bist, die Links schicken, dann kann ich die unten in der Infobox beziehungsweise anpinnen in den Kommentaren, ne, in der Infobox verlinken. Dann Ja, kann sehr gerne. man hören, ne, weil sonst ist das ja reine Theorie, was wir hier machen, das wollen wir ja nicht. Ja, also ich habe gesagt, Musik als Stimmungsmacher. Jetzt meine erste Frage an dich, Manuel. Wie bist du überhaupt zu Musik gekommen, jetzt aktiv sozusagen? Weil konsumieren tut es ja fast jeder, ne? Im Radio, im Auto oder wo auch immer. Man hört sehr oft Musik unfreiwillig, die man sich gar nicht ausgesucht hat. In der Werbung wird Musik als Manipulationsinstrument verwendet. Man kann sich traurig machen mit Musik, man kann sich fröhlich machen mit Musik. Wieso machst du Musik? Spannende Frage. Also, wie ich selbst so, glaube ich, so die Faszination dafür bekommen habe, schon übers Hören natürlich erstmal, wie du sagst. Und es ist eigentlich interessant, weil ich mich noch erinnere, dass ich ziemlich jung war, so 9 oder so, gab es diese Smash-Hits-CDs, einfach so Pop-Songs, die in der Zeit gerade groß waren. Und da war ein Rap-Song drauf, das ist sehr autobiografisch irgendwie über die Jugend von jemandem erzählt. Und ich weiß noch, dass ich den damals schon ziemlich beeindruckend fand, einfach weil das einem so eine Erfahrungswelt irgendwie auf einmal aufgeschlossen hat und man hat die Hälfte, oder ich habe die Hälfte nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil es einfach so ja, eine andere Welt war, einfach ein bisschen, aber irgendwie war ich ziemlich fasziniert davon und ich glaube schon, dass das auch das ist, also ich habe dann angefangen, mehr Rap zu hören, auch noch mit so 14, 15 und ich glaube schon, dass das auch eine große Rolle spielt, eben wirklich dieses, dass man so in so Lebenswelten von Leuten reinschauen kann und so ein bisschen, genau, dass es eben so eine textbezogene Art von Musik ist auch und auch so sehr dieses Expressive hat oder immer so sehr stark also, ist diese Tradition gibt, dass man eigentlich immer so ein bisschen sich selbst verhandelt oder inszeniert auch natürlich. Aber genau, ich glaube, das fand Stilisiert, ich irgendwie oder? spannend. Wie? Entschuldigung. Auch irgendwie stilisiert, oder? Es wirkt auch ein bisschen, also ich habe mir einiges schon angeschaut, auch so Battles. Wirkt einerseits inszeniert, andererseits improvisiert, aber auch stilisiert. Was davon ist es jetzt? Stimmt, guter Punkt. Ja, also es ist, ich finde auch gerade das eigentlich spannend, dass es ein bisschen dazwischen steht, weil es einerseits, also gerade im Hip-Hop nochmal schon immer noch diesen Wert gibt, so von Echtheit und Authentizität irgendwie. Und es auch so zentral ist, dass man irgendwie seine Texte selbst schreibt und das irgendwie tatsächlich Sachen sind, die man erlebt. Aber andererseits ist ja auch das schon irgendwie, wie du sagst, eine Inszenierung oder ist ja schon eine bestimmte Art, sich darzustellen oder so Authentizität herzustellen.
Und andererseits hat ja auch wirklich dieses Expressive oder jetzt auch gerade mit Blick auf so therapeutische Funktion vielleicht von Musik, dass man ja auch doch wirklich da Sachen vielleicht reinlegt, die einem durch den Kopf gehen oder einem wichtig sind, aber irgendwie passiert nochmal was damit, wie du sagst, also irgendwie verändert sich da. Also ich würde jedem, der das jetzt anguckt, empfehlen, dass er sich zuerst mal die Musik anhört, dann nochmal unsere Zoom-Konferenz, unser Gespräch verfolgt, weil dadurch, dass ich diese Vorkenntnisse habe, kann ich ganz andere Fragen stellen. Und deswegen interessiert mich auch, ja, also auf mich hat die Poesie gewirkt irgendwie, ja, fast so ein bisschen wie Minnesang, also jetzt übertrieben gesagt. Weil das auch so was, wie soll ich sagen, jetzt nicht Sprechgesang, aber es ist ja doch was anderes als diese typischen Lieder, ne? Es ist ein ganz anderes Genre. Es ist ja so ein Mittelding zwischen Singen und Sprechen, oder was ist es eigentlich? Stimmt, schwer zu sagen. Also es ist ja, es ist, hat schon was so Sprachmelodisches vielleicht. Also es hat schon was Gesungenes, aber andererseits, wie du sagst, ist es ja schon auch nah an so Spoken-Word-Sachen vielleicht eher oder aber dann ja trotzdem gebunden so in allein durch die durch den Takt, das muss es ja doch irgendwie so, das Ja, wird doch nicht. natürlich. Ja, aber bist du da wie in Trance, wenn du das machst? Bist du da etwas abgerückt vom sonstigen Empfinden im Alltag? Weil du musst ja da voll in dem drin sein, ne? Du kannst da ja nicht, du musst ja in diesem Gefühl drin sein, oder? Ich glaube, was ich spannend finde auch da oder was ich immer dran gemacht habe, auch weil du vorhin gefragt hast, was eigentlich so das was angefixt hat, ist glaube ich schon, dass es auch, dass es so ein bisschen beide Ebenen hat, also dieses Schreiben, aber andererseits auch das Performen und irgendwie ist beides, ja, funktioniert nochmal ein bisschen eigen vielleicht, also im Schreiben ist man, du kennst es ja selbst, oder ist man ja, hat man so eine besondere Art von Fokus wahrscheinlich, aber ein bisschen eher verkopft. Und beim Performen oder beim Vortragen mochte ich eigentlich immer, dass es so etwas extrem Körperliches auch hat oder dass es dann auch nochmal darum geht, das irgendwie zu interpretieren oder vorzutragen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, ja, vielleicht sind das so zwei verschiedene Arten von Flow-Zustand, in die man da so kommt, einmal beim Machen und einmal beim, genau, beim Performen. Und es gibt ja noch so das Freestylen im Rap, das ist dann auf jeden Fall vielleicht was, was man so artig sehen könnte. Also wirklich dann dieses nur assoziative, improvisierte eigentlich, wo dann nichts vorbereitet ist. Und kann aber auch ganz spannend sein, Gefühl, gerade weil man dann, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch eine Parallele zur Psychoanalyse oder so, das frei Assoziative und manchmal kommt man einem Sachen aus, die man gar nicht vorhergesehen hat. Und das, genau. Ja, und du schreibst die Texte selbst. Genau, ja. Ja, ich habe mal eine Einladung von einem anderen YouTuber bekommen zum Thema Auswirkungen von bestimmten Tonfrequenzen auf die Psyche zu sprechen, weil es hat da angeblich so Selbstmordfälle gegeben in Japan bei Kindern, die ein bestimmtes Computerspiel gespielt haben. Eben stundenlang, den ganzen Tag. Und da gab es eben die Spekulation, das ist natürlich wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass diese Töne das ausgelöst haben, ja, die Suizidfälle. Was hältst denn du davon? Glaubst du, dass man jetzt nicht unbedingt suizidal, aber dass man depressiv werden kann, wenn man eine bestimmte Musik zu oft hört? Oder auch, dass man die Stimmung im Gegenteil heben kann mit Musik? Stimmt, gute Frage. Also irgendwie kennt man das ja schon selbst, dass man sich so sehr da auch so reinlegen kann oder auch in so eine bestimmte Melancholie und das manchmal das Gefühl hat, das wird jetzt auch zu viel oder man muss sich da wieder so ein bisschen rausreißen oder so. Also ich habe schon das Gefühl, dass das auch sowas bekommen kann, ja, von sich so sehr einem Gefühl hingeben, was dann vielleicht auch ein bisschen was Destruktives kriegen kann. Schwer zu sagen. Andererseits habe ich das Gefühl, es kann einem auch gerade ein Gefühl, sich eben so intensiv hinzugeben, kann es einem ja auch überdrüssig machen oder einem das Gefühl geben, okay, jetzt hat man es aber auch genug durchlebt und jetzt kann man es auch mal wieder zur Seite legen oder dann ist man vielleicht selbst wieder gelangweilt von einer bestimmten Stimmung. Also vielleicht kann es auch den Effekt haben, aber ich weiß nicht, wie du das aus der Fachperspektive siehst oder genau, ob das auch Ja, noch eine also Rolle spielt. ich
Ich kenne das schon, dass manche Leute, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen zu haben, meinen, zum Beispiel nicht weinen können, dass die das mit bestimmten Songs dann in Gang bringen können. Also einfach eine bestimmte Stimmung bei sich hervorrufen. Und es ist halt gut zu wissen, das kann natürlich auch mit Lektüre passieren. Wenn man ein bestimmtes Buch liest oder ein Gedicht liest, kann die Stimmung sich verändern. Das kann überhaupt mit Kunst gut reguliert werden. Kunst statt Psychopharmaka wäre eine Idee. So könnten wir unsere Zoom-Konferenz nennen. andere Frage, wie stellst du dir eigentlich als Künstler die typischen, nicht die typischen, aber überhaupt so Menschen vor, die deine Musik hören? In welcher Situation sollten die das hören? Kann man das immer hören? Kann man das auch nebenbei hören? Oder soll man da aktiv zuhören? Oder soll man da am besten mitrappen? Oder wie stellst du dir das vor, typischen Zuhörerinnen, Zuhörer? Konsumentin, wie sagt man da? Adressatin. Genau. Ja, gute Frage. Also ich glaube, es ist schon so, es kommt auch auf die Lieder an. Ich glaube, manches kann man auch gut so nebenbei hören. Ich glaube, insgesamt ist es schon so sehr textlastig, also weil ich das auch selbst irgendwie bei Musik mag, wenn man sich so auch drauf einlassen kann und drauf konzentrieren kann. Also ich glaube, es braucht schon so ein bisschen Fokus, aber ich glaube, es soll jetzt auch nicht anstrengend sein, im Sinne von, man muss da mit Papier und Bleistift sitzen, sondern es ist irgendwie auch genauso gemacht, dass man es vielleicht beim immer wieder hören einem immer mehr auffällt und es vielleicht auch gar nicht so, genau, dass man es vielleicht auch auf viele Arten hören kann, auch so nebenbei, und dann vielleicht sticht beim nach ein paar Mal hören etwas anderes raus, was man vorher gar nicht so bemerkt hat. Und ich finde es auch schon spannend, weil man sich selbst ja schon viel dabei denkt oder so eine Vorstellung hat, wie das vielleicht wirken soll, aber am Ende man es ja auch nicht so richtig festlegen kann oder ja jeder nochmal selbst wissen, was damit macht, wie man sich das aneignet oder es bei Leuten mit ihren eigenen Erfahrungen ja vielleicht nochmal so resoniert und dann nochmal was ganz anderes draus wird. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, was die ideale Situation wäre, in der man es hören soll oder der ideale Hörer, die ideale Hörerin, weil wahrscheinlich jeder nochmal was Eigenes mitmacht. Ja, ich habe mir immer so vorgestellt, wo meine Bücher gelesen werden oder keine Ahnung, ob die am Strand am besten gelesen werden oder in der U-Bahn oder keine Ahnung, im Schlafzimmer beim Einschlafen. Ja, es waren einfach so Vorstellungen. Was wäre dein Ideal? Was wäre dein Ideal oder wo willst du am liebsten überall gelesen werden? Überall, nur nicht während dem Autofahren, bitte. Ja, Hörbuch geht auch. Ne? Ja, also ich glaube, das... bitte? Entschuldige, ich wollte nur eine kurze Rückfrage stellen, genau, wie es dir eigentlich mit dieser Frage geht. Also, du überlegst dir ja auch bestimmte Sachen oder hast vielleicht eine Wirkung ja im Kopf, auch wenn du schreibst, oder? Aber das fällt sich ja irgendwie ähnlich wahrscheinlich in der Literatur. Ich weiß nicht, wie... Also ich habe es halt gern bekömmlich. Das ist so, wie wenn man schwerverdauliches oder leichtverdauliches Essen die Wahl hat dazwischen, würde ich auch das leichter verdauliche wahrscheinlich nehmen. Und es soll aber trotzdem gehaltvoll und gesund sein und reichhaltig und Nährstoffe haben und so. Also ich finde, für mich selber gesprochen, ich gehe da immer von mir selber aus, so habe ich auch deine Musik rezipiert, also das erste Mal gehört. Ich wollte... Obwohl es mir jetzt nicht so geläufig ist, das Genre, wollte ich irgendwie das Gefühl haben, dass ich was damit anfangen kann, dass der Funke überspringt, und das ist passiert und deswegen sprechen wir jetzt hier auch, weil der Funke übergesprungen ist, weil ich irgendwie was von mir selbst gefunden habe in deiner Musik. Und ich glaube, das macht Kunst aus. Darüber habe ich übrigens eine ganze Abhandlung geschrieben, wie Kunst überhaupt entsteht. Da haben sich viele Philosophen den Kopf zerbrochen, wieso ist das eine Kunst Handwerk oder nur Handwerk, obwohl es ja auch toll ist, und wieso ist das andere Kunst? Ich glaube, das ist, wenn der Funke überspringt. Und das war halt da der Fall. Ich kann aber nicht mal in Worte fassen, was es genau war. Es nimmt einen so irgendwie in den Sog, und du hast ja schon vom Rhythmus gesprochen. Ich meine, wann küsst dich da die Muse? Wann kommen dir die Ideen zu einem neuen Song? Wie ist das Album entstanden, Milch für die Fliegen? Und warum, um Gottes Willen? Weil das will sonst jeder wissen. Wieso heißt es denn Milch für die Fliegen? Noch ein Punkt genau zu dem Adressatending, weil ich das spannend finde, auch was du gerade sagst, dass es irgendwie der Funke überspringen muss. Und irgendwie ist es ja interessant, oder? Weil man schreibt ja Sachen auf, die man weiß nicht, ob jemand anderes sich das auch schon mal so gedacht hat oder so wahrgenommen hat oder ob überhaupt irgendjemand damit so genau sich identifizieren kann. Aber am Ende funktioniert es ja doch immer irgendwie. Also es ist eigentlich lustig, dass man immer so diesen Vorgriff macht und
vielleicht so einen Adressaten oder eine Adressatin schon voraussetzt, von der man noch gar nicht sicher sein kann, dass es sie gibt, aber die vielleicht auch dadurch erst entstehen kann, wenn du weißt, was ich meine, oder wenn es Sinn ergibt. Ja, klar, weil es ja irgendwie doch wie ein Brief ist, jedes, also schaffen, wenn man so will, ne? Also man richtet sich ja, man müsste es ja nicht publizieren, du hast es ja auch veröffentlicht, so wie ich jetzt meine Bücher, und das macht man ja, um Leute zu erreichen und was zu bewegen oder zu bewirken, mich für die Fliegen. Und so zur Inspiration oder zur Entstehung, es ist eigentlich recht verschieden, oder ich habe das Gefühl, es ändert sich auch immer wieder. Also ich habe, ein paar Sachen sind so sehr assoziativ dann eher oder wirklich eher so in diesem so expressiven, man hat irgendwie eine Stimmung und schreibt aus der heraus irgendwie, und andere, das sind, ich habe irgendwie auch angefangen, sehr viel einfach Notizen zu sammeln und so über längere Zeit auch so zusammen zu puzzeln quasi und zu schauen, was noch fehlt und oder was, wo was ergänzen könnte. Und irgendwie mag ich das auch sehr gerne. Auf der anderen Seite, also so gegenüber diesem eher expressiven, assoziativen Schreiben, auch so dieses bisschen Zusammensetzende, weil es dadurch auch manchmal eine Dichte kriegt, habe ich das Gefühl. Also es ist ganz verschieden, glaube ich, wann so die Inspiration kommt. Ich glaube, manches passiert auch stark nebenbei, wenn man gar nicht so damit rechnet, so im Alltag immer wieder, und dann macht man sich eine kleine Notiz. Wahrscheinlich oft, oder? Ich weiß nicht, so unter der Dusche ist der Klassiker, oder? Genau. Also, wenn man kurz, kurz frei macht und dann gar nichts erwartet. Und halt, glaube ich, auch einiges schon, wenn man selbst irgendwie auch Sachen rezipiert, oder jetzt, ob es jetzt Musik hören ist oder eben Rap hören oder Literatur lesen. Ich habe das Gefühl, irgendwie denkt man auch so in Auseinandersetzung damit ja immer viel mit, oder hat manchmal Erwartungen, wo man irgendwas erwartet hätte, was dann nicht kommt, und hat das Gefühl, ah, das wäre aber eigentlich spannend gewesen, das hätte mich interessiert. Und dann versucht man selbst vielleicht mehr das dahin zu gehen oder versucht, Dinge weiterzuführen oder weiterzudenken. Kann man sagen, dass ein Gefühl diesen Wunsch auslöst oder den Impuls bringt, etwas zu schreiben und ein Lied zu machen, oder dass ein Mensch das auslöst oder irgendeine Impression, du fährst irgendwo, keine Ahnung, mit dem Zug und siehst was draußen und plötzlich berührt dich was, oder kann es auch ein Mensch sein, eine Begegnung, dass du dann quasi dich fast schon gedrängt fühlst, einen Song daraus zu machen? Oder ist es eher so ein einsames Geschäft, dass es in deinem Kopf einfach irgendwann plopp macht? Oder in deinem Herzen? Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es kann so ein bisschen alles sein. Es kann ja auch ein Gedanke sein oder ein Thema sein oder eine Erinnerung. Ich habe das Gefühl, spannend wird es eigentlich immer, wenn so Sachen so ein bisschen zu einem Komplex zusammenkommen. Also eigentlich, wenn diese ganzen Sachen sich verbinden, wie du sagst. Also ich glaube, genau, nicht vielleicht jetzt nur ein Thema oder nur ein Gefühl, sondern wenn es irgendwie, man das Gefühl hat, okay, da bildet sich jetzt so ein Komplex raus, der irgendwie einen Punkt hat oder den man dann auch beschreiben will. Und ich glaube, das ist vielleicht, genau, oft dann so ein Anlass, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas, was man vielleicht auch selbst nicht ganz versteht oder nicht ganz entwirrt bekommt, aber das für einen wichtig wirkt zumindest. Hast du Ziele, Pläne? Ist schon ein neues Album in Arbeit? Wie geht so die Karriere in diesem Genre als Musiker voran? Genau, also ich bin eigentlich eh immer am Machen, und jetzt im Sommer werden wahrscheinlich nochmal zwei EPs, werde ich nochmal zwei EPs aufnehmen, also so kürzere Alben, kann man sagen, also mit 7 Liedern jeweils ungefähr, und werde das dann auch hoffentlich noch so im Sommer oder Herbst dann irgendwann auch wieder was Neues releasen. Und sonst hoffe ich halt, ja, dass jetzt, wenn Corona langsam ein bisschen so eingedämmt wird, dass man auch, wir vielleicht endlich eine Release-Party nachholen können und dass man vielleicht auch wieder ein bisschen Live-Auftritte machen kann. Also ich habe das Gefühl, da nimmt man schon auch immer noch mal viel mit, wenn man, wie du sagst, man macht es halt auch, wenn man auch will, dass es Leute hören oder mitkriegen. Und genau, dazu gehört ja auch irgendwie das Live zu machen und dann auch zu sehen, wie Leute darauf reagieren. Gibt es auch den Fall, dass dir jemand sagt, bitte mach über dieses oder jenes aus meinem Leben
Ein Song? Auftragswerkmäßig? Ich hätte nämlich noch so eine Idee gehabt. An was hast du gedacht? Oder? Naja, es fiel mir jetzt gerade während unseres Gesprächs so ein. Da habe ich mir gedacht, mein Kanal heißt ja Liebesleben. Und ich finde den Titel eigentlich gut. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass da auf diesem Album, ich meine, Milch für die Fliegen hast du noch nicht erklärt, aber wird ja kommen. Hier steht dann noch Engelstrompeten, Feed 70%, Inkunabeln, Stunde des Wolfes, also so ganz unterschiedliche Titel, Amnesia, Strange Kids, also das ist so ein Potpourri aus verschiedensten Begrifflichkeiten, ja, wo ich jetzt nicht so sofort den roten Faden erkenne, aber gerade das macht es ja spannend. Man das Gefühl hat, man bereist da verschiedene Milchstraßen oder so. Aber ja, Liebesleben auseinandergeschrieben, so heißt ja der Kanal. Ne? Also mich würde interessieren, wie so ein Song aus deiner Feder, der Liebesleben heißt, ausschauen könnte, das ich anhören könnte. Stimmt, das klingt, das ist ja schon ein spannender Titel. Stimmt, das ist ja schon ein spannender Titel. Ich finde es immer schwierig, also genau, manchmal, ich glaube, es ist schon ein paar Mal passiert, ich weiß nicht, jetzt einmal zum Beispiel beim Todesfall, dass jemand dann von einer Person, die ich auch kenne, jemand gemeint hat, ob ich nicht da dazu was machen will, aber ich finde es dann immer schwierig, gerade weil es, weil vielleicht eben, wie wir schon auch vorhin gesprochen haben, so, dass immer noch was dazukommen muss, also ich glaube, einfach so zu erzählen, was passiert oder einfach erzählen, wie eine Person ist, kann spannend sein, aber irgendwie genau, manchmal müssen da so ein paar Elemente noch zusammenkommen, damit man das Gefühl hat, okay, das kann jetzt auch ein Song sein, der irgendwie spannend ist oder funktioniert oder auch mehr ist dann als nur so ein expressives oder eine Person da. Ja. Aber es ist spannend oder kann ich mal ein interessanter Anstoß sein auf jeden Fall. Also ja, genau, also einfach nur, das ist so, wie wenn man ein Samenkörnchen in die Erde setzt, da muss ja nichts draus werden, aber man kann ja mal schauen, ne? Oder das sacken lassen, ein bisschen gießen mit Düngern und mal schauen. Nee, Scherz. Aber was ist jetzt mit Milch für die Fliegen? Warum? Also der Titel, ja, irgendwie ist das eher eine gute Metapher, die du gerade aufgebracht hast mit diesem Samen in die Erde werfen und mal schauen, was draus wird, weil ich habe das Gefühl, das ist schon richtig irgendwie von der Art, dass es oft auch so, weil so Sprache den Anfang nimmt oder man sich irgendwas merkt oder irgendeine Formulierung hängen bleibt und dann vielleicht so über die Zeit, da sich eben immer mehr so dazu gruppiert oder dazukommt und man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt eben so ein interessanter Komplex oder so. Und bei dem war es tatsächlich so, Milch für die Fliegen, ja, dass ich irgendwann so ein Hausmittel, irgendwie von einem Hausmittel gelesen habe, so einem alten, dass man Fliegenpilz mit Milch mischt und das dann irgendwie so ein Fliegengift gibt, weil die sich davon angezogen fühlen und daran aber auch sterben und am Schluss schwimmen sie da alle so drin. Deshalb heißt es angeblich auch Fliegenpilz. Und ich habe mir dann nur ins Handy geschrieben, so als Notiz, Milch für die Fliegen, weil ich das sprachlich irgendwie schön fand oder vielleicht auch ein bisschen so diese Parallelen zu Perlen vor die Säue oder weil es ein bisschen so klingt wie ein Sprichwort. Und irgendwann später habe ich das dann wiedergefunden und das Album eigentlich auch schon ziemlich bald fertig war und hatte das Gefühl, okay, das ist eigentlich eine spannende Metapher eben oder da steckt so ein bisschen was drin oder es ist irgendwie in sich selbst vielleicht schon so ein Komplex, wo man ja, verschiedene Richtungen reinbekommt oder selbst schon ein bisschen den Konflikt in sich hat oder diese verschiedenen Ambivalenzen, so dieses Destruktive einerseits. Also genau die Idee, das fürs Album zu verwenden, war dann eben, dass du als Rauschmetapher dieses Hausmittel und Fliegenpilze haben ja auch so eine psychedelische Aufladung und Milch vielleicht auch so fast was Kultisches irgendwie, was in Rausch ja auch immer ein bisschen drinnen steckt. Und genau, irgendwie mochte ich das daran auch, dass es so diese ganzen Ambivalenzen dann eigentlich einfängt, so diese bisschen Todesmetaphorik und Wahnsinnsmetaphorik, die man mit Fliegen vielleicht hat und andererseits dieses reine Unschuldige mit dieser weißen Fläche, auf der das auch passiert. Also, dass sich da eigentlich vieles überlagert und genau, ich glaube, irgendwie bin ich darüber dann so dran hängen geblieben. So wie die Fliegen an der Milch. Stimmt, genau, ja. Es gibt ja auch, du bist ja Literatin, es gibt auch von Musil, glaube ich, so eine kleine Miniatur, wo er so schreibt, über, wo er auch Fliegen beim
Fliegen auf dem Fliegenpapier beobachtet, wie sie so langsam, also es ist ein bisschen grausam, ja. Aber macht er, glaube ich, auch so eine Art fürs Schreiben draus. Oder? Genau. Mhm. Ja, also mich würde interessieren, wie hast es du im Alltag mit der Musik? Hörst du ständig Musik oder geht es dir auch manchmal auf den Nerv und willst du da mal absolute Ruhe haben? Weil ich kenne Musiker, die privat keine Musik haben. Also es gibt aber auch welche, die brauchen das ständig. Und weitere Frage, hörst du deine eigene Musik oft? Und wie ist das für dich? Deine eigenen Songs. Genau, also mit dem letzten will ich gleich anfangen. Schon manchmal, also ich mag auch gerade das dran, dass es eigentlich so ein bisschen eine Zeitkapsel manchmal ist oder auch so ein bisschen was einfängt, so eine bestimmte Art zu denken, auch die man zu einem Zeitpunkt hatte und in die man sich sonst gar nicht mehr so leicht reinversetzen kann, vielleicht außer jetzt man liest sein Tagebuch, wenn man welches, wenn man eins schreibt oder so. Aber insofern finde ich es manchmal ganz schön, so alte Sachen nochmal anzuhören und dann so ein bisschen mitzukriegen, wie man vielleicht gedacht hat in einer Zeit oder was einem so wichtig vorgekommen ist und was davon man inzwischen vielleicht gar nicht mehr so ausweglos sieht oder gar nicht mehr so alternativlos. Aber wenn Sachen gerade fertig sind, habe ich sie eigentlich meistens schon ein bisschen zu oft selbst gehört und dann habe ich erstmal ein bisschen genug davon oder brauche erstmal ein bisschen Abstand davon, glaube ich. Und allgemein höre ich schon viel Musik, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist auch immer, ich habe das Gefühl, auch wenn man gerade nicht selbst dann so aktiv an was arbeitet, irgendwie arbeitet man ja immer so am eigenen Geschmack oder entdeckt wieder Sachen, die man gut findet oder spannend findet. Und ich finde es eigentlich oft ganz interessant, wenn man mal so Pausen hat, so ein, zwei Monate eigentlich nichts schreibt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass dann die erste Sache, die man danach wieder so beschreibt, vielleicht manchmal gerade was Interessantes hat oder vielleicht so eine neue Wendung bekommen hat, weil man so ein bisschen diesen Abbruch drin hatte und vielleicht auch so diese Automatismen kurz wieder vergessen hat, so ein bisschen wieder verlernt hat eigentlich und dadurch aber nochmal in eine andere Richtung gehen kann. Und ich glaube, vielleicht auch deshalb, weil man selbst auch immer rezipiert und sich dazu Gedanken macht und einem Dinge auffallen, die man spannend findet. Und ich weiß nicht, wie es bei der Literatur ist oder ob du das ähnlich erlebst. Naja, auch nach Maßgabe der zeitlichen Möglichkeiten, das ist schon die nächste Frage. Was machst du denn sonst? Was ist dir sonst wichtig in deinem Leben? Weil das ist ja sicher sehr wichtig, ne? Da verwendest du ja auch viel Zeit drauf und viel Herzblut, wenn man so sagen will. Genau, sonst studiere ich gerade noch in Berlin eben Philosophie jetzt im Master. Ich habe davor Literaturwissenschaft gemacht. Also es sind schon zwei sehr verschiedene Sachen, glaube ich, auf eine Art. Auch so sehr verschiedene Stimmungen, in denen das dann passiert. Das eine braucht, glaube ich, mehr Geduld, das andere vielleicht mehr die Ungeduld auch manchmal oder so dieses Impulsive. Aber ich glaube, es ergänzt sich dann oft auch nicht schlecht oder ich habe das Gefühl, es eher bespiegelt sich schon auch immer ein bisschen gegenseitig oder manche Sachen sind dann vielleicht auch so aus literarischer Perspektive, finde ich dann spannend, die mir so bei Rap auffallen oder bei Musik machen und andersrum auch, dass natürlich irgendwie so viele Motive drin eingehen oder generell, was für Gedanken man spannend findet oder bei welchen Gedanken man das Gefühl hat, die haben jetzt irgendwie so eine Spannung oder so einen Konflikt in sich, dass man daraus vielleicht was machen muss, glaube ich, schon auch dann beeinflusst davon, was man liest oder mit was man sich beschäftigt. Denke ich mir. Ja. Also jetzt bleibt mir nur noch die Frage offen, wie man zu deinem Album kommen kann am schnellsten. Das können wir dann auch unten verlinken. Ne? Das kann man ja bestellen im Internet. Beziehungsweise gibt es das auch im physischen. Gibt es das auch so zu kaufen? Oder wie kommt man da am besten? Also geht relativ einfach, ne, das zu bestellen. Genau, also es ist am besten über honigdachs.at. Das ist so ein Wiener Hip-Hop-Label, über das ich das rausgebracht habe. Und die haben einen Webshop, aber es gibt es theoretisch auch auf Amazon und bei Mediamarkt auch. Soll es eigentlich stehen, wenn es mal irgendwo nicht vorrätig ist, kann man es auf jeden Fall dort bestellen oder hinschicken lassen. Und genau, und auf sonst im Internet ist es eigentlich überall auch so gratis verfügbar, auf Spotify oder auf YouTube. Kann man es auf YouTube hören. Wollte ich und gerade sagen.
Und eins können wir sehr gerne auch verlosen. Ja, eine Community. Das hätte ich nicht gewagt zu sagen, obwohl ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Ja, super. Dann der einfachste Weg. Bitte? Das ist dann der einfachste Weg, dran zu kommen. Genau, genau. Ja, dann müssen wir eine Frage stellen. Ne? Dann müssen wir in die Kommentare. Wir haben jetzt ein Gespräch geführt. Jetzt würde ich sagen, wir stellen irgendeine Frage, die sich auf unser Gespräch bezieht, die relativ einfach mit einem Wort zu beantworten ist. Also nicht, wie ist der Name des Albums? Nein. Sondern, ja, was studiert Manuel Pass in Berlin jetzt? Ne? Schwierige Frage, da müsst ihr genau hinhören und nochmal zurückspulen, falls das geht. Spulen. Aber wieso eigentlich Platte? Gibt es noch Menschen, die Schallplattenspieler haben? Ich meine, das war in der Dinosaurierzeit, als ich ein Kind war, war das noch gang und gäbe. Ich hatte so Märchenschallplatten und so als Kind, ja. Dann also es gibt auch die CD, aber tatsächlich ist so Schallplatte oder Vinyl eben geht inzwischen fast wieder besser als CDs, habe ich das Gefühl, weil es eben so diese Nostalgie gibt oder weil es viele Leute gibt, die das sammeln oder auch allgemein, weil es dann ja auch irgendwie so ein bisschen hochwertig gemacht ist und man hat dieses Innencover auch noch und irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt eh die meiste Musik einfach schon online, deswegen wahrscheinlich, wenn man sich was kauft, dann hat es auch so was Liebhabermäßiges oder genau. Okay. Also danke für dieses Gespräch. Es wird nicht das letzte gewesen sein. Ich finde das Thema Musik, Rap, Milch für die Fliegen extrem spannend. Mal was anderes hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich bei dir. Ja, danke dir und danke für dein Interesse und danke für die Fragen. War sehr spannend, finde ich. Genau, und bei euch bedanke ich mich auch fürs Zuschauen und schreibt gerne unten in die Kommentare eure Antwort und dann wird in den nächsten Videos die Gewinnerin bekannt gegeben, die Milch für die Fliegen gewinnt und ihr bekommt das dann zugeschickt, wenn ihr euch mir gegenüber per E-Mail geoutet habt. Und zuerst mal wird die Verlosung stattfinden. Unter notarieller Aufsicht natürlich. Tschüss, bis gleich. Für euch. Mhm.